Mike, sei gegrüßt. Hallo Moni. Hallo Jörg. Jo, dann legen wir mal los. Schönen guten Abend. Ich zeige euch schon mal, dass ihr heute ein kleines Utensil braucht. Muss nicht unbedingt ein Reifen sein, kann irgendwas Rundes sein oder was Eckiges. Das ist heute euer Orientierungspunkt für die Footwork Grills. Ja, pop, pop, pop und so weiter. Werden wir heute mal schön unsere Beinarbeit bearbeiten. Das ist ein Teil des Trainings. Der nächste Teil des Trainings sind dann Blowflows, ja, ein paar Blow Drills. Und dann haben wir noch einen weiteren Teil des Trainings, die sogenannten Fighting Lines. Das heißt, wir bewegen uns vorwärts, rückwärts oder eben seitlich. Und dabei wird dann noch entsprechend geschlagen. So, das ist schon mal so ein kurzer Um- und Abriss des Programms für heute. Wochenende haben wir ja alle hinter uns gebracht. Viele von euch werden sicherlich schon angegrillt haben. Vielleicht ist auch sogar der eine oder die andere auch schon an Baden gewesen. Ja, wir starten erstmal mit ein bisschen Mobilisationsprogramm. Wir spreizen die Beine, dann geht die Hüfte nach hinten, der Oberkörper nach vorn und dann geht es einmal nach links. Der Fuß bleibt stehen, wie ihr seht. Dann geht's nach rechts, der Fuß bleibt stehen, wie ihr seht. Und jetzt geht das ein paar Mal schön hin und her. Ja, das knickt und knackt schon mal schön. Dann gehen wir gleich mal runter. Wir setzen uns in den 90-90-Sitz. Ihr seht, meine beiden Beine sind im 90-Grad-Winkel. Das linke Bein, Knie, liegt auf, die rechte Schulter geht jetzt zum linken Knie. Zwei, drei Atemzüge, dann wechseln wir rüber zur anderen Seite. Zwei, drei Atemzüge, sehr schön. Dann das rechte Bein nach hinten strecken, mit dem Knie aufsetzen. Und wir drücken die Hüfte schön nach vorn. Wir wechseln die Seite. Wieder hinten das Knie aufsetzen. Und mit den Händen die Hüfte nach vorn drücken. Wir wechseln wieder die Beine durch. Hinten ist jetzt das Bein gestreckt, der rechte Arm sichert, der linke Arm ist angewinkelt und der linke Ellenbogen geht runter zum linken Hacken und zieht nach oben auf. Dreimal pro Seite. Sehr gut. Wir legen uns auf die linke Seite, die Arme im rechten Winkel zum Körper, das rechte Bein geht nach vorn, der rechte Arm geht nach hinten. Versucht den Arm hinten möglichst aufzulegen
Und das rechte Bein bleibt schön liegen. Das machen wir dreimal. So, das war noch mein drittes Mal. Also wechseln wir die Seite. Sehr schön. Dann legen wir uns auf den Bauch. Die Hände kommen neben die Schultern und wir drücken uns, soweit es geht, nach oben. Lassen die Hüfte schön liegen. Von hier geht es dann in den sogenannten Hund. Heißt also, wir starten in die Plank-Position und von dieser drücken wir dann das Gesäß so weit wie möglich nach oben. Die Beine gestreckt, Rücken gerade. Nochmal runter in die sogenannte Cobra. Nochmal in den Hund. Nochmal in die Cobra. Nochmal in den Hund. Sehr gut. Dann Cat-Cow. Das heißt, die Hände kommen unter die Schultern, die Knie unter die Hüfte und wir drücken den Rücken so weit wie möglich nach oben und lassen dann Stück für Stück, Wirbel für Wirbel durchsacken. Das Ganze machen wir noch zweimal. Nochmal durchsacken. Und nochmal den Rücken nach oben drücken und durchsacken. Gut, dann stellen wir uns hin und gehen nochmal in den Pistol Stretch. Das heißt, wir legen die Hände zusammen, führen die Hände jetzt so weit wie möglich nach vorn, drehen die Schultern nochmal nach innen und drücken uns so weit wie möglich nach vorne, halten kurz und ziehen dann alles zurück und drücken die Schulterblätter richtig fest zusammen, kurz halten und dann noch einmal nach vorn und wieder zurück und noch einmal nach vorn. Und noch einmal zurück. Und dann werden wir langsam etwas aktiver. Wir starten mit dem Heel-Tip. Das heißt, wir ziehen das rechte Knie hoch und tippen mit der linken Hand den rechten Haken an und umgekehrt. Das Ganze 10-mal pro Seite. Das heißt, wir starten auf rechts und zählen auf links. Und auf geht's! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann geht's in die Kampfstellung. Wir schlagen die Führungshand. Immer auf Zahl 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verbindung. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann geht es weiter. Und zwar mit dem Toe-Chest-Tip. Wir gehen mit den Fingerspitzen an die Zehenspitzen und mit einem leichten Sprung geht es an die Brust. So, und wir zählen 10-mal mit. Wir starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Es geht in die Aufwärtshaken. Führungshand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verbindung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann geht's in den Toe Blow. Das heißt, die linke Faust schlägt zum linken Fuß und der kommt schön hoch. Und umgekehrt. Wir starten wieder mit links auf rechts und zählen auf rechts auf links. Fertig, bitte. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, weiter geht's mit dem Seitwärtshaken der Führungshand. Fertig werden. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verbindung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jetzt hatten wir gerade Upside Toe Blow, jetzt geht's in den Downside Toe Blow. Wir starten mit Schlaghand zum Führungsbein und Aufwärtshaken, Switch, Führungshand zum anderen Bein, Aufwärtshaken. Gut, wir zählen wieder auf dem zweiten Schlag und auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. So, das war der Erwärmungsteil. Wir starten dann in der ersten Runde mit den Blow Drills. Das heißt, wir bleiben immer schön in Kampfstellung stehen und aus dieser heraus wiederholen wir immer wieder eine bestimmte Schlagfolge. Dazu packen wir dann immer wieder auch einige Verteidigungsbewegungen. Ja, das war schon ziemlich atemraubend gerade. So, wir starten in Runde 1 mit einem Klassiker. Führungshand gerade, Schlaghand aufwärts. Ja, und dann packen wir immer wieder ein Teil dazu. Ich trinke mal einen Schluck, schmeiß die Uhr an, guck mal kurz an euch. So. Okay. Hey, Dennis, auch dabei. Superb. Dann, kleinen Schluck Wasser. Und Kampfstellung einnehmen, Führungshand gerade, Schlaghand aufwärts, auf geht's! Und los geht's!
gerade aufwärts, nochmal gerade aufwärts, sehr gut, nochmal gerade aufwärts und nochmal gerade aufwärts, ein letztes Mal gerade aufwärts. Danach wird dann durchgerollt, gerade aufwärts durchrollen, nochmal, 1, 2, durchrollen, sehr schön, nochmal gerade aufwärts durchrollen und noch einmal gerade aufwärts durchrollen. Nochmal gerade aufwärts durchrollen. Nach dem Durchrollen nehmen wir jetzt noch den Schlaghand-Seitwärtshaken mit. Also gerade aufwärts durchrollen, seitwärts. So, das Ganze jetzt noch 5-mal. Los geht's. 1, 2, 3. 4, 5. Haben wir schon 5. Wir nehmen nach dem Schlaghand-Seitwärtshaken die Führungshand als Seitwärtshaken noch einmal mit, so dass wir schlagen. Gerade, aufwärts, durchrollen, seitwärts, seitwärts. 5-mal, auf geht's. Und 1, 2, 3. 4, 5. Gut. So, nach dem Führungshand-Seitwärtshaken schlagen wir noch einmal den Schlaghand aufwärtshaken, so dass es aussieht wie folgt: gerade, aufwärts, durchholen, seitwärts, seitwärts, aufwärts. 5-mal, auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. So, und nach dem Aufwärtshaken geht's noch einmal in den Leanback. Also, wir starten sofort. 1, sehr schön, nochmal. Das war Nummer 2, es folgt Nummer 3. Und schon ist Pause. Als nächstes braucht ihr euer Utensil. So, wir starten außerhalb eurer Markierung, dann geht es mit dem linken Bein in den Kreis und dabei schlagen wir die linke Gerade. Dann geht es raus, mit dem rechten Bein rein und die rechte Gerade, sodass wir immer wieder im Switch arbeiten. Das heißt also Papp, 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 Papp. Das wird Minute 1 sein. Minute 2 ist dann gerade seitwärts raus. Gerade, seitwärts, raus. Gerade, seitwärts, raus. So, und Minute 3 nehmen wir dann die Schlaghand mit. Das heißt dann, gerade, seitwärts, Schlaghand. Gerade, seitwärts, Schlaghand. Und so gehen wir die 3 Minuten durch. Wir starten erst einmal mit Schritt rein und Führungshand. Pop, Switch, Pop. Jawohl. Versucht einen Rhythmus aufzubauen. Jawohl, arbeitet mit dem hinteren Bein immer ein bisschen mit. Das verschafft euch dann entsprechend einen Rhythmus. Noch 30 Sekunden. Versucht immer auch so mindest hüftbreit die Füße auseinander zu halten. Dann kriegt er einen stabilen Stand immer wieder hin. Und wir nehmen den Seitwärtshaken mit. Immer schön
mit Mini-Steps arbeiten. Das gewährleistet Rhythmus. Ja, sehr gut. Werden beide Seiten schön bearbeitet. Beide Gehirnhälften sind jetzt aktiv. Also wird euer Denkvermögen sogar noch gesteigert im Boxtraining. Wer hätte das gedacht? Und wir nehmen die Schlaghand mit. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ha! Bin ich dort durcheinander gekommen. Habt ihr gemerkt? Gerade, seitwärts, gerade. Kommt man dann hier und da dann auch schon mal durcheinander. Noch 15 Sekunden. Pause. So, das packen wir mal beiseite. Wenn ihr euch keinen Knoten in Arm und Beine gemacht habt, schickt mir einen Daumen hoch. So, ich trinke mal einen Schluck. Guck mal, wie viel Daumen es zu sehen gibt. Erkläre euch dann schon mal, wie es weitergeht. In der nächsten Runde dann die Fighting Frontlines. Danke, danke, danke. Das heißt, wir bewegen uns in boxspezifischer Beinarbeit vor und zurück. Ja, immer wieder. Vor, zurück, in der ersten Minute wirklich nur bewegen. In der zweiten Minute nehmen wir dann noch Oberkörper mit dazu. Immer mal wieder den Oberkörper aus der Mitte ziehen. Und in der dritten Minute packen wir dann hier und da noch ein paar Schläge mit drauf. Okay, Minute 1, erstmal nur vor und zurück. Soweit das für euch möglich ist, so viel Platz wie ihr habt, so viel Platz nutzt ihr. Versucht immer wieder auch schön darauf zu achten, dass ihr alles über die Ballen steuert. Also nicht mit dem Hacken aufsetzt. Der schwebt immer leicht über den Boden. Dass ihr auch immer wieder die Abstände einhaltet. Schulterbreit, halbe Schrittlänge. Noch 20 Sekunden. Sehr gut. Super, super, super. So, noch 5 Sekunden. Dann nehmen wir hier und da noch ein bisschen Oberkörper mit dazu. Ein kleiner Duck, ein Slip zu beiden Seiten, ein Leanback, ein Roll. Und dabei immer wieder auch die Schritte weitersetzen, für die Oberkörperbewegung nicht extra stehen bleiben. Alles in Verbindung mit Schritten. Jawohl, alles in eurem Tempo. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen langsamer angehen. Wichtig ist nur, dass ihr immer wieder Schritte setzt. Bloß nicht stehen bleiben. Stillstand ist Rückschritt. Wer kennt's noch? So, noch 10 Sekunden. Dann nehmen wir hier und da noch ein paar Schläge mit dazu.
Und auf geht's. Hier und da ein bisschen schlagen dabei. Ihr müsst nicht permanent schlagen. Reicht auch, wenn ihr hier und da mal einen Einzelschlag setzt. Egal, ob im Rückwärtsgang oder im Vorwärtsgang oder mal eine kleine Kombo. Dabei immer wieder auch schön auf die Füße achten. Immer weiter bewegen. Die letzten 15 Sekunden. Ja, nicht stehen bleiben. Und Pause. So, dann sind wir einmal durch. Wir fangen wieder von vorne an mit den Blow Drills. Diesmal starten wir mit einer Doublette. Das heißt, wir schlagen mit einem Arm zwei unterschiedliche Schlagarten hintereinander. Und zwar Führungshand gerade, Führungshand seitwärts. Pop, pop. Ja, ihr seht, die Führungshand gerade führe ich nicht ganz zurück. Die bleibt auf halber Strecke stehen und dann pop, kommt der Ellenbogen hoch, die Körperseite dreht sich und dann haben wir einen schönen Seitwärtshaken. Gut, damit starten wir das Ganze natürlich wieder fünfmal, bevor wir dann ein weiteres Detail dazu packen. Puh, ihr könnt schon mal raten, was es ist. Nein, nein, vielleicht das könnte sein. Okay, wir starten. Gerade seitwärts. Eins, noch vier, drei, zwei. Schön die Ebene halten. Eins. Sehr gut. So, jetzt packen wir noch dazu den Schlaghand-Aufwärtshaken. Also gerade seitwärts mit der Führungshand. Dann kommt der Aufwärtshaken-Schlaghand hinterher. Auch wieder fünfmal. Fertig werden und los geht's. Pam, pam, pam. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann geht es in den Duck. Das heißt, Oberkörper und Beine arbeiten gleichzeitig. Oberkörper neigt sich nach vorn und die Beine gehen leicht in die Hocke. Und ihr versucht dabei, mich, also euren Bildschirm, im Blick zu behalten. Also, auf geht's mit Nummer 1. 2. 3. 4. Und Nummer 5. So, wenn wir jetzt unten sind, kommen wir mit dem Schlaghand aufwärtshaken zum wiederholten Mal wieder hoch. Wirklich darauf achten, dass beides gleichzeitig geschieht, also aufrichten und haken. Schön hier aus der Schulter kurbeln. Und los geht's mit Nummer 1. Pop, 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 pop. Yes! Nochmal, Nummer 2. Hop, 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 pom. Sehr schön. 3. 4. Und 5. Und nach dem Aufwärtshaken der Schlaghand packt man auch den Führungshandseitwärtshaken hinterher. Okay, alles noch im Kopf. Dann langsam. Nummer 1. Gerade, seitwärts, Duck, aufwärts. Ach nee, haha. Siehst du, da habe ich wieder was vergessen. Also gerade, seitwärts, aufwärts, Duck, aufwärts, seitwärts. So geht's weiter. So, noch einmal. Gerade, seitwärts, aufwärts, Duck, aufwärts, seitwärts. Okay, los geht's. Nummer 1. Klack, klack, klack. Klack, klack. Sehr schön. 2. Zack, zack, zack. Zack, zack. 3. Hopp, hopp, hopp. Hop, hop. 4. Hop, hop, hop. Hop, hop. Und Nummer 5. Pop, pop, pop. Pop, pop. Pause. Sag ich doch.
Wir brauchen wieder unser Utensil. Jetzt bewegen wir uns immer im Halbkreis. Ich habe hier den großen Vorteil, dass ich hier in der Mitte eine schöne Linie habe. Und das heißt, wir starten im Halbkreis immer rechts herum, bis wir eine halbe Strecke haben. Dann geht es links herum. Pop, pop. Das Ganze eine Minute lang gerade, eine Minute lang seitwärts, eine Minute lang aufwärts. Okay, immer schön das Bein wechseln. Sehr gut. Jawohl. Immer schön genügend Raumgewinn haben, dass wir rumkommen. Sehr gut. Jawohl. Immer kleine Mini-Steps. Immer wieder von einem Fuß auf den anderen. Jawohl. Sehr schön. Noch 10 Sekunden. Dann geht's zu den Seitwärtshaken. Und da sind wir schon soweit. Auf geht's. Seitwärtshaken. Ja, das geht nicht ganz so einfach. Noch 30 Sekunden an Seitwärtshaken. Noch 20. Letzte 10. Dann machen wir den ganzen Spaß mit Aufwärtshaken. Und auf geht's. Ja, mit jeder Schlagart muss man erstmal Stück für Stück reinkommen. Bisschen Gefühl dafür bekommen, immer wieder daran denken, was ihr schnell können wollt, müsst ihr langsam beherrschen. Also wenn ihr durcheinander geratet, macht etwas langsamer weiter. So, wir müssen hängen geblieben. So. Und wir sind schon in den letzten 30 Sekunden dieser Runde. Letzten 10. Und dann kommt euer Utensil schon wieder weg. Denn in der nächsten Runde geht es wieder in die Fighting Lines. Diesmal Sidelines. Das heißt, wir bewegen uns seitlich. Erstmal nur Beine. Schön die Deckung geschlossen halten. Achtet darauf, dass eure Füße nicht zusammenkommen, sondern dass ihr immer Abstand haltet und dass ihr immer auf den Ballen arbeitet. In der zweiten Minute nehmen wir wieder ein bisschen Oberkörper mit, Slip, Duck, Leanback, Rolls und in der letzten Minute nehmen wir dann wieder den einen oder anderen Schlag, die Verbindung oder Kombination mit hinzu. So, den Ball schießt man hier mal raus, dann kann ich gleich nicht darüber stolpern, denn in 3 Sekunden geht es los. Nur Beine, auf geht's. Jetzt achtet mal auf meinen Oberkörper und auf meinen Kopf. Ich halte immer wieder die Ebene, heißt also, ich arbeite nicht nach oben, ja, sondern alles geht in Bewegungsrichtung.
ab Hüfte ist alles still und unten die Knie und die Füße machen entsprechend die Arbeit. Ja, ganz flach über den Boden, die Füße schweben lassen, noch 30 Sekunden, immer wieder schön auf die Abstände achten. Noch 15. Jawohl, sehr schön. Möglichst fließend die Richtung wechseln. Und schon nehmen wir den Oberkörper mit dazu. Könnt gerne auch ein paar Blocks einbauen. Jetzt habe ich die Ebene doch mal geändert, denn ich bin durchgerollt. Dafür muss man natürlich die Ebene immer mal wieder auch verlassen, um entsprechende Schläge, die zum Kopf gerichtet sind, auch auslassen zu können. Ja, jetzt hier seitlich ist die Oberkörperbewegung nicht ganz so einfach. Die Slips funktionieren ganz gut. Die Ducks auch. Für den Hinweg geht so. Die Rolls sind ein bisschen schwierig. Aber wenn man sich genügend Zeit lässt, dann funktioniert auch das. So, dann sind wir auch schon in der letzten Minute. Und wir packen hier und da auch mal ein paar Schläge mit dazu. Hopp, hopp, hopp. Noch 30 Sekunden, dann geht es in die letzte Runde Blow Drills. Noch 10 Sekunden, ja, schön durchhalten. Okay, so, dann geht es in den letzten Dry-Runden-Block. Wir starten mal ganz simpel mit Führungshand gerade, Schlaghand gerade als Zweierverbindung. Da wirklich immer nur Zweier. Zack, zack, kurz stehen, ausrichten. Ich trinke einen Schluck Wasser und guck mal, ob noch alle da sind. Seid ihr noch alle da? Seid ihr noch alle da? Ja, das sieht ziemlich gut aus. So, Schluck Wasser. Und zurück in den Ring. Und dann Kampfstellung. Achtet jetzt darauf, lasst die Ellenbogen schön drin, nicht seitlich ausstellen. Wir starten mit Nummer 1 von 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt nehmen wir noch den Führungshand seitwärtshaken dazu, also gerade seitwärts. Und auf geht's, Nummer 1. Schön ausrichten, wir beginnen jetzt, wie wir aufgehört haben, mit links, also, oder mit der Führungshand besser gesagt. Auf geht's. Und Nummer 2, 3, 4, 5. Okay, und jetzt kommt noch der Schlaghand-Aufwärtshaken dazu. Und auf geht's, Nummer 1, 2, 3, 4. Achtung! Zum Schluss nehmen wir noch eine Doublette mit rein. Also zum Schluss kommt die Schlaghand aufwärts, Schlaghand seitwärts, sodass die Kombination aussieht wie folgt. Gerade, gerade, seitwärts,
Aufwärtsschlaghand, Seitwärtsschlaghand. Dann geht es wieder von vorne los. Seid ihr bereit? Und los geht's. Nummer 1. 2. 3. 4. 5. So, nach dem Seitwärtshaken geht's in den Leanback. Ja, also auf geht's. Gerade, gerade, seitwärts, aufwärts, seitwärts, Leanback. Das war Nummer 1, es folgt Nummer 2. Drei. Vier. Fünf. Nach dem Leanback kommen wir zurück mit der Schlaghand gerade. Seid ihr soweit und los geht's. Nummer 1. Nochmal. Ja, yeah! 2, 3, 4, 5 und Pause. So, dann. Die letzte Runde. Footwork Drills. Wir starten mit nur Füße. Ja, wir starten erst einmal rein. Wir gehen im Kreuz. Das heißt, rein, links, rein, rechts, rein, vorne, rein, hinten. Ja, in dem Rhythmus geht das immer weiter. Zack, 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 zack. Gut, dann ab Minute 2 wird dazu geschlagen. Pop, 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 pop. Immer dann, wenn wir die Füße reinsetzen. Ja, wir setzen die Füße rein. Schlagen, setzen die Füße rein, schlagen. Okay, wir starten erst einmal ohne Schlagen. Langsam. Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, vorne, Mitte, hinten. Ist so ein bisschen wie Let's Dance, oder? Fragt mal Kai Ebel, der kennt das. So, also nochmal. Wir starten mit dem linken Fuß. Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, vorne. Mitte, hinten. Nochmal. Mitte, links. Mitte, rechts. Mitte, vorne. Mitte, hinten. Ja, nochmal. Mitte, links. Mitte, rechts. Mitte, vorne. Mitte, hinten. Ja, einmal noch. Mitte, links. Mitte, rechts. Mitte, vorne. Mitte, hinten. Jawohl. Jetzt. Schlagen wir jedes Mal, wenn wir einen Fuß in den Mittelpunkt setzen. Also, wir starten mit links, schlagen entsprechend links. Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, vorne, Mitte, hinten. Nochmal. Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, vorne, Mitte, hinten. Nochmal. Mitte links, Mitte rechts, Mitte vorne, Mitte hinten. Nochmal. Mitte links, Mitte rechts, Mitte vorne, Mitte hinten. Nochmal. Mitte links, Mitte rechts, Mitte vorne, Mitte hinten. Komm, einmal schaffen wir noch. Mitte links, Mitte vorne. Mitte, na gut, okay, jetzt wird immer geschlagen, wenn wir den Kreis verlassen. Also, wir setzen die Füße in die Mitte, gehen nach links, schlagen dabei. Mitte,
rechts, schlagen dabei, Mitte, vorne, schlagen dabei, Mitte, hinten. Also, auf geht's. Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links, Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links. Nochmal. Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links, Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links. Komm, schaffen wir nochmal. Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links, Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links. Komm, einmal schaffen wir noch. Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links, Mitte, links, rechts, Mitte, rechts, links. Sehr gut. Das. Gut. Sieht noch nicht aus, muss aber. So, wir starten dann mit unserer letzten Runde für heute. Fighting Lines. Front and Sidelines. Das heißt, wir starten erstmal nur mit der Beinarbeit vor, zurück, rechts, links, vor, zurück, links, rechts. Dann ab der zweiten Minute nehmen wir wieder den Oberkörper schön mit dazu und ab der dritten Minute nehmen wir dann wieder die Schläge mit dazu. So, langsam fertig werden. Fighting Lines, front and side, and off you go. Just set your feet. Jawohl. Sehr gut. Im Richtungswechsel den sogenannten L-Step nutzen. Jawohl. Sehr schön. Jawohl, möglichst flüssige und schnelle Richtungswechsel. Sehr kurze Standzeiten nur. Aber wer möchte, kann in den Frontlines auch mal die Auslage wechseln. Ja, das fühlt sich anders an. Ungewohnt. Jawohl. Get out of the comfort zone. Und wir nehmen den Oberkörper mit dazu, weil wir schon in Minute 2 stecken. Ja, jawohl, gerne auch ein paar Blocks mit einpacken. Immer wieder schön auf die Füße achten, dass die Schrittfolge eingehalten wird, dass die Abstände eingehalten werden, dass die Füße flach bleiben, dass ihr immer schön euch auf den Ballen bewegt, wie die Balletttänzerinnen und Tänzer. Sehr gut. So, und dann sind wir schon in der letzten Minute und packen endlich mal ein paar Schläge mit dazu. Im Auslagenwechsel gleich nochmal umgeknickt. So ist das, wenn man zum Boxtraining keine Boxstiefel trägt, sondern ganz normale, schnöde Totschuhe. So, die letzten 10 Sekunden brechen an. Auch schon durch. Das war's für heute.
Ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Abend und morgen geht's dann weiter mit Thorsten. Bis dahin, macht der Idiot, ich nehme eine Rot. Gerne, Jörg. Im letzten Moment da Sascha noch mit dazu gesprungen. Sehr gut. Vielen Dank, Moni. Macht es gut. Ich bin hiermit raus.